Das Dramapferd Benelli. Benelli ist natürlich, weil es gibt ihn ja so noch, aber man kann ihn natürlich so nicht mehr kaufen, ein Store-Modell für das Breierfest 2020. Store-Modell bedeutet, es gibt auf dem Breierfest verschiedene Einkaufsmöglichkeiten direkt vom Breier. Es gibt so ein paar Pop-Up-Stores, wo es so Kleinigkeiten gibt, wie das Plüschi, Stable Meat und sonstige Sachen halt alles. Dann gibt es den Hauptstore, wo man eigentlich alle Pferde der aktuellen Linie kaufen kann, plus ein paar Sondermodelle. Da ist eines der Sondermodelle der Benelli gewesen. Und dann gab es noch einen Cheesecake auf dem Gypsy Vanner. Wir schauen uns aber jetzt hier den Benelli an. Das Drama bei der ganzen Sache war, dem Store, es war nicht zu machen. Also das Tier war im Prinzip permanent ausverkauft. Wie ich das schon mal, glaube ich, erzählt habe, mit einigen Leuten haben wir das Wochenende damit verbracht, am Computer zu sitzen, fast Tag und Nacht, und diesen Store zu aktualisieren. Also die Stunden, die da reingegangen sind, ich möchte es nicht nochmal haben. Ich stelle mich dann lieber wieder ins Breierfest, in die pralle Sonne und kann mich dann wenigstens noch mit ein paar Leuten unterhalten. Nachts am Computer zu sitzen, alleine und darauf zu warten, dass irgendwelche Tiere wieder in den Store kommen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie langweilig sowas sein kann. So, dann schauen wir uns den Kleinen hier mal an. Wir haben hier, wie gesagt, Benelli, des Drafthorst. Das hätte eigentlich auch ein... Ach, jetzt sieht man wieder das Ringlicht oben drin. Ist aber nicht so schlimm, glaube ich. Hier oben sieht man im Eck den echten Benelli. Das Pferd hätte auf dem Breierfest sein sollen, also in echt. Da hätte man wieder Fotos machen können, unterschreiben lassen können und ähnliches. Das ist immer ganz nett mit diesen Besuchspferden. Auf der Rückseite sieht nochmal das Thema, Celtic Fling 2020, der Name nochmal. Und dann sieht man hier auch nochmal die Rasse. Es ist ein Clydesdale. Ich könnte das vielleicht mal so kurz so halten, dass wenn jemand das lesen möchte, es auch pausieren könnte. Das wär's. Hier sieht man ihn im Zug und hier sieht man auch nochmal einen größeren Zug davon. Ja, das ist auch alles, was man hier auf der Rückseite sehen kann. Packen wir ihn aus, oder? Schauen ihn uns doch genauer an. Ja, man hätte das Video jetzt auch Free Benelli nennen können, weil das war jetzt ja wohl tricky, oder? Es war ja wohl richtig gemein, unter dem Abgeklebten noch so einen kleinen, eine kleine Befestigung zu finden. Immer vorsichtig, wenn man die Befestigung aufmacht, teilweise ist das richtig scharf und je nach Pferdefarbe kann man da ganz leicht Kratzer reinbekommen und das wäre jetzt immer etwas schade. Wie ich das auf den Tisch lege und runter floppen lasse, hier drunter ist eine weiche Unterlage, das Pferd fällt also weich, gar kein Problem. Das ist auch das Thema, warum teilweise die Pferdchen etwas unsauber stehen, weil die Unterlage hier sehr weich ist und sobald sie ein ganz klein wenig verbogen sind, hält das Pferd nicht mehr. Gut, zurück zum Benelli. Wir haben also hier ein wunderschönes Roaning. Das schauen wir uns mal so an, mit jede Menge so kleinen Speckles. Das Pferd ist matt. Es wird ihn auch noch in glänzend geben. Das kommt allerdings erst im Dezember raus und da werden wir hoffentlich dann doch ein paar kriegen, wenn Breyer sich sein des Versprechens erinnert. Bezahlt ist das ja alles schon damals worden. Man konnte also während des Breierfests, nachdem es richtig viele Reklamationen gab, den Benelli und den Cheesecake ordern. In Glossy. Ich glaube, so oft man wollte. Also mit jedem Checkout hätte man eines dieser Pferde und eines Glossy von dem Cheesecake und eins von dem Top Gun ordern können. Ich habe natürlich nicht unendlich viele, sondern nur eine Handvoll geordert. Sollte auch passen. Den Glossy zeigen wir euch dann hinterher auch nochmal und dann auch im Vergleich hier wieder zu dem Mattenpferd. So, zurück zu dem kleinen Matten. Wir haben eine extrem breite Blässe, schon eigentlich eine Laterne. Die Augen sind aber trotzdem beide dunkel. Da
das sieht man. Sie sind einfarbig mit ein bisschen Augenweiß. Hier hat man so ein bisschen, das sieht man jetzt hier kaum, das fällt jetzt also hier im Licht ein bisschen anders aus. Es ist so leicht rosafarben, auch das Maul, was natürlich passt. Wir haben so ganz niedliche kleine dunkle Punkte am Maul und auch im Maul ist es die Nüster so ein bisschen dunkler. Der Kunststoff ist weiß, es ist also nicht weiß bemalt. Das ist, was man hier sieht, ist der Kunststoff. Man merkt natürlich, das ist immer relativ einfach, indem man drüber fährt. Dann hat man ja minimal eine kleine Erhebung, weil die Farbe natürlich eine Höhe hat. Daran kann man das immer recht gut erkennen. So, und hier haben wir dann natürlich auch zwischen den Beinen ein bisschen rosa gemacht. Also immer da, wo die Hautfalten sind, passt wunderbar. Unterm Bauch haben wir Breierfest 2020. Es ist ein Wallach, wie die ganze Zeit schon ist. Wir hatten ja schon mehrere ausgepackt. Wir hatten ja letztens das Weihnachtspferd gehabt. Das verlinke ich jetzt hier oben mal, dass man sich das anschauen kann. Da habe ich auch noch mal gezeigt den Shire, den es aktuell im Programm gibt. Davon bringe ich dann jetzt auch noch mal danach ein Bild auch hier oben dann drin. Bitte bedenken, den Shire gibt es nur noch so lange, wie der Vorrat reicht. Dann ist er weg, weil er fällt aus dem Programm raus. So. Hinten am Schweif, das ist so eingebunden, so typisch kupierter Schweif, die restlichen Haare oben eingeflochten mit so einem kleinen Boppel darauf. Hier sieht man, eigentlich sind die Punkte recht gut. Wir haben ganz wenige Streifen und das, glaube ich, kommt hier daher, weil wir hier eine Naht haben, die man sonst nicht sehen würde. Aber genau an der Naht sammelt sich natürlich ein bisschen Farbe und dadurch haben wir Streifen. Sonst sind die Punkte eigentlich fast alle rund. Wir haben so ganz wenige, etwas längliche oder streifige Sachen. Das hat man mittlerweile recht gut im Griff. Also da sieht man nur noch ein paar. Früher war das immer so, dass man gesagt hat, naja, da sind fast Wurmlöcher drin. Die Schleifchen sind in einem, ja, Violettton, würde ich sagen, mit Silber drin. Die Mähne ist auch schön schattiert. Die Tüpfchen haben wir über den ganzen Körper drüber hinweg. Also alles in allem ein wunderschönes Pferd. Kann ich verstehen, dass den viele haben wollten. Die Preise sind ja für den explodiert. Also $150 war danach ja gar nichts mehr. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, er hat 80, 85 im Store gekostet, müsste ich jetzt schauen, kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Aber die, die ihn bekommen haben, die haben ihn natürlich dann gleich für exorbitante Summen angeboten und sind zu dem Zeitpunkt auch verkauft worden. Die Preise haben sich jetzt wieder auf ein normales Level eingependelt, aber für 85 braucht man sich nicht einzubilden, dieses Pferd zu bekommen. Das wird man zumindest original in Box oder in einem sehr guten Zustand nicht mehr bekommen. Dafür ist das Modell zu beliebt, dafür ist es zu schwer zu bekommen gewesen. Also ich denke, jeder, der einen hat, hat sich sehr gefreut. Ich weiß von ein paar, die keinen bekommen haben, obwohl sie am ganzen Wochenende am PC gesessen sind. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich finde es dann auch ein bisschen schade. Ich bin ja Händler. Ich kaufe die Sachen, um sie etwas teurer wieder zu verkaufen, dass wir auch ein bisschen was davon haben. Aber dann gibt es natürlich einige, die wirklich mit diesen Sachen sofort den absoluten Reibach machen wollen. Wie gesagt, ich verstehe, wenn ich was habe und es das verkaufe, dass ich das nicht mit Verlust verkaufen will, vielleicht auch ein bisschen mit Gewinn verkaufen will. Ob ich Händler bin oder privat, ist es alles okay. Aber sich da im Prinzip hinzusetzen, während viele das ganze Wochenende, die ganze Nacht sich um die Ohren geschlagen haben, bloß um dann den zwei-, drei-, vierfachen Preis zu verlangen, das finde ich schon ein bisschen dreist, muss ich sagen. Ist aber so. Wir werden natürlich nicht den drei-, vierfachen Preis verlangen für die Pferde, die wir bekommen haben. Wir haben nicht viele. Also trotz des ganzen Wochenendes war auch da die Ausbeute sehr, sehr mager. Wie immer, es wird ein fairer Preis sein, der sich im Bereich des meiner Meinung nach Wertes des Pferdes bewegt. Nicht, was für das, was er verkauft wird, sondern was ich meine, was das Pferd in dem Wert sich einpendeln wird. Dass sich meine Nacht auch so ein bisschen gelohnt hat. So, damit geht der kleine Benelli in seine Box oder beziehungsweise in sein Regal zusammen zu dem Weihnachtspferdchen und dem Shire und den einigen anderen. Wie gesagt, meiner Meinung nach ein schönes Modell in einer sehr, sehr schönen Farbe. Nicht zu grell, nicht zu aufdringlich, absolut passend fürs Pferd. Macht Spaß. Sowas macht einfach Spaß. Damit bleibt gesund, habt viel Spaß und wie immer, happy collecting!